Willkommen zu einem erneuten Überarbeitungsvideo von meiner wissenswertesten Serie, diesmal über den Gabelschwanz Blauauge. Die Fische hatte ich auch selbst einmal. Sie waren, glaube ich, 5 Männchen und 6, 7 Weibchen. Auf jeden Fall sehr schöne Tiere. Und diese kommen aus Neuguinea, leben dort in Flüssen und Bächen mit leichter Strömung oder minimaler Strömung eher gesagt. Hier habe ich einmal eine Karte für euch von Neuguinea. Dort leben diese Tiere. Neuguinea ist neben Indonesien und Madagaskar eine der flächenmäßig größten Inseln. Die Gabelschwanz-Blauaugen haben einen sehr stark ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus. Wie man hier sieht, ist ein Weibchen. Die sind relativ blass, unten leicht gelb gefärbt und dieses typische blaue Auge und einen typisch leicht blau gefärbten Bauch. Dazu haben wir dann noch hier einmal das Männchen. Da sieht man den Unterschied auf jeden Fall direkt. Die Flossen sind viel stärker gelb gefärbt. Sind viel bunter, die haben die blauen Augen auch als Kennzeichen und diesen schönen blauen Bauch. Dazu haben sie noch einen schwarzen Streifen oberhalb der Flosse und hinten in dem Dreieck. Diese Fische werden dann etwa 4 Jahre alt. Die Männchen sind etwas größer als die Weibchen, sie werden bis zu 6 cm groß und die Weibchen maximal 5, so zwischen 4,5 und 5 meistens. Sie sind aufgrund ihrer Größe, muss man dann natürlich aufpassen, dass sie vor allem Futtersorten bekommen, die relativ fein sind, dadurch, dass sie dann schnell verhungern können, wenn sie das Futter nicht aufnehmen können. Dadurch ist am besten dann feine Mückenlarven, Wasserflöhe oder auch zum Beispiel feines Trockenfutter oder Frostfutter, was entweder zerrieben wird oder generell fein ist. Sie sollten dann in Aquarien gehalten werden, die eine Strömung haben, meistens sogar starke Strömung, mit etwas Randbepflanzung, wo sie sich hinter verstecken können, falls sie es mal nötig haben. In Aquarien dann ab mindestens 60 Liter. Besser sind Aquarien, die etwas größer sind, gerade weil die Männchen auch in der Geschlechtsreife relativ aggressiv werden. Die Temperatur in diesem Aquarium sollte dann zwischen 24 und 27 Grad Celsius liegen, der pH-Wert zwischen 7,0 und 8,0 und die deutsche Gesamthärte zwischen 5 und 15 deutschen Härtegraden. Sie sollten dann in Gruppen gehalten werden von mehreren Weibchen und etwas weniger Männchen. Wie gesagt, dadurch, dass die Männchen sehr aggressiv sein können, müssen nicht, sollte man immer darauf achten, dass man ein ausgewogenes Verhältnis hat in Richtung Weibchen-Mehrzahl. Wenn zu viele Männchen da sind, treiben sie die Weibchen zu sehr und hetzen sie so teilweise sogar bis in den Tod. Sie sind allgemein Freileicher, laichen dann zwischen feinfriedrige Pflanzen ab, sind auch Dauerleiche, also die legen dauernd Eier ab, genau wie die blauen Kongo-Salmer, die ich habe. Aber das Problem ist halt bei diesen Fischen auch, sie sind ebenfalls Laichräuber, das heißt, sie fressen ihre Eier, wenn sie sie finden, direkt selber auf. Das heißt, man muss immer dafür sorgen, dass die Eier zwischen den feinfiedrigen Pflanzen verschwinden und dann nach etwa 2 Wochen schlüpfen können, wo dann die Larven mit entweder Infusorien oder mit sehr feinem Staubfutter gefüttert werden können. Allgemein sind sie relativ gut zu halten, aber nicht für Anfänger, auch daher, dass sie wirklich extrem feines Futter brauchen und man wirklich darauf achten muss, dass sie nicht verhungern. Und die Zucht ist ebenfalls nicht ganz so einfach, allein dadurch, dass sie halt Laichräuber sind. Je nachdem, wie alt die Fische sind und wie groß sie sind, kosten die zwischen 4 Euro und 6 Euro, je nach Fütterung und Größe. Ja, das war's wieder von mir heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst mal ein Like da, lasst einen Kommentar da, schreibt mal drunter, welche Fische euch noch interessieren und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.